Kräuter, Niederösterreichs Bauern und Wirte auf neuen Wegen. In einer Dokumentation am Feiertag aus dem Landesstudio Niederösterreich besucht Spitzenköchin Uli Amoniel einfallsreiche Landsleute und stellt deren Produkte vor. Das niederösterreichische Biederbecken ist sehr kalkhaltig und genau wie die Trauben die Schnecken. Deswegen heißen sie auch Weinbergschnecken, weil sie den gleichen Boden schätzen wie der gute Wein. Schnecken, Klacks und Liebeskräuter, Niederösterreichs Bauern und Wirte auf neuen Wegen. Am Pfingstmontag um 17.30 Uhr in ORF 2. 8.30 Uhr gerade in Niederösterreich Schlagzeilen mit Birgit Zeiss-Brammer. In dem seit März laufenden Prozess gegen die Ex-Vorstände der Hypoalpe Adria Bank, Wolfgang Kulterer und Günter Stridinger, werden heute die Urteile erwartet. In dem Verfahren geht es um einen Vorzugsaktiendeal im Jahr 2004, bei dem die Angeklagten laut Staatsanwalt die Bank schon um 5,5 Millionen Euro geschädigt haben sollen. Die Angeklagten bestreiten.